Hi, ich bin Gerrit. Ich bin Annette. Und wir sind natürlich im Garten. Annette, du hast mir eine Heidelbeere mitgebracht. Mhm. Die sieht ja schon fast tot aus. Warum denn das? Ich war neulich in meiner Lieblingsbaumschule und die wollten die aussortieren. Aber ich habe gesagt, ich glaube, dass ich die wieder hinkriegen kann. Okay. Und wie man das macht, dass die nächstes Jahr richtig dicke, schöne Früchte trägt, das möchte ich dir heute gerne zeigen. Womit fangen wir denn jetzt im Beet an? Also was braucht die für einen Standort? Worauf muss ich da achten? Also ich habe hier einen Standort ausgesucht. Zwei habe ich ja schon gepflanzt und auch zurückgeschnitten. Der Standort ist hier insofern schon mal sehr gut, dass er halbschattig ist. Also wir stehen ja hier im Schatten. Die Sonne kommt nachher in der Mittagszeit rum. Das mögen die Heidelbeeren sehr gerne. Die wachsen ja natürlicherweise eigentlich im Wald oder am Waldrand. Das heißt, wir legen jetzt gleich los und bereiten das Loch vor oder gibt es da noch Schritte, die wir vorher machen müssen? Also erstmal schneiden wir die jetzt ein bisschen runter. Okay. Das sollte man eigentlich im Frühjahr machen, also regulär. Die steht jetzt aber im Topf und man sieht ja, hier sind viele trockene Äste dran und ein paar überalterte. Die nehmen wir jetzt raus. Und worauf müssen wir dann bei dem Schnitt achten? Grundsätzlich müsste man alles Trockene rausschneiden. Alles, was jetzt kreuz und quer wächst, sollte man rausnehmen, weil es wichtig ist, dass die Pflanze innen genügend Luft hat. Also bei anderen Obststräuchern auch, dass da eben ein bisschen Wind durchkommt, weil das Krankheiten verhindert. Ach so. Und überalterte Äste, die eben nicht mehr so gut tragen, Früchte tragen, damit die Pflanze von unten wieder schön junge Triebe durchtreiben kann. So, dann können wir jetzt pflanzen. Perfekt. Heidelbeeren haben jetzt nicht einen, wer weiß wie tiefen Ballen, also die wachsen eher flach, die machen jetzt keine ganz tiefen Wurzeln. Ja, dafür ist das Pflanzloch ja jetzt aber relativ tief, das heißt, genau. Du sagtest ja vorhin, wir brauchen sauren, humosen Boden, den wir hier nicht haben. Was machen wir denn, um genau das zu erreichen? Wir füllen da jetzt Rhododendron-Erde ein. Weil die sauer ist? Genau. Von Natur aus. Rhododendron mögen ja auch gern saure Erde. Ja. Die ist entsprechend vom pH-Wert, weil hier, das kann man ja sehen, also die Erde ist hell und hat wenig humosen Anteil. Das heißt, wir werden auch in Zukunft, um den Heidelbeeren hier weiter einen guten Platz zu bieten, immer mal wieder saure Erde oben auffüllen müssen oder ein bisschen einarbeiten. So, bevor wir jetzt ernst machen, gucken wir erstmal, ob das Loch ungefähr groß genug ist. Dazu setzt man die Pflanze rein. Also am Rand ist genügend Platz, das ist super. Ja. Und unten füllen wir ja noch ein bisschen Rhododendron-Erde jetzt ein. Dann kommt sie eben noch ein bisschen höher. Also das Pflanzenloch sollte auch ein bisschen super höher sitzen. Genau, weil oben noch eine Mulchschicht drauf kommt. So, die Erde steht da. Die kippen wir jetzt einfach oben rauf. Einfach da rein ins Pflanzloch. Die ist übrigens torffrei, obwohl es Rhododendron-Erde ist. Die ist ja, hat ja oft einen Torfanteil, um die eben sauer zu machen. Das ist da aber nicht. Weil wir wollen ja nachhaltig gärtnern, Moore schützen. Darum nehmen wir eine torffreie Erde. Perfekt. Ich habe da auch Dünger mitgebracht. Heidelbeeren brauchen nicht viel Dünger. Also es reicht, wenn man die im Frühjahr einmal düngt, wenn sie dann austreibt. Weil die jetzt aber lange nichts gehabt haben, machen wir da ein bisschen was rein. Die Erde ist ja auch ein bisschen aufgedüngt, darum nur so ein bisschen. So, dann arbeiten wir das mit meiner Spatenquirlmethode hier ein bisschen ein. Hast du dir die quasi für dich überlegt? Das ist meine Erfindung. Eine patentierte Technik. Ja. Jetzt können wir die Pflanze rausnehmen. Ich habe die vorhin mal sehr gut gewässert. Ja. Ist es bei der Pflanze so, dass wir den Wurzelbein auch noch auflockern oder ist der so, wie er ist, nee, das kommt er so ins Pflanzloch? Genau, das lassen wir so. Also noch mehr Erde sollte da jetzt nicht ab. Wir haben ja jetzt die Zweige, die zeigen ja jetzt so in verschiedene Richtungen. Mhm. Und du hast ja auch schon die anderen gepflanzt. Kann ich da jetzt entscheiden, in welche Richtung sie wächst oder wie? Sehr guter Hinweis. Ich würde sie drehen. Ja. Dann kann sie nämlich hier her wachsen. Und kommt sich mit der anderen da nicht so schnell ins Gehege. So? Ja. Also wir haben jetzt hier drei Pflanzen.
weil wir gerne Heidelbeeren essen und ja, weil Heidelbeeren auch gerne in Gesellschaft wachsen. Das heißt, das können sogar unterschiedliche Sorten sein, die sich dann untereinander befruchten. Dadurch steigert sich der Ertrag, also die Ernte. Dann habe ich wahrscheinlich auch was davon, weil die ja dann wahrscheinlich zu unterschiedlichen Zeiten im Jahr auch wenn gegebenenfalls du das, tragen. Genau, entsprechend aussuchst, also Frühtragende oder Spättragende, dann kannst du den Ernteprozess ein bisschen verlängern. Genau. Cool. So, dann können wir jetzt den Rest auffüllen mit der Erde. Also wichtig ist hier, die Erde schön fest zu drücken. Nicht zu treten, aber zu drücken. Ja. Und dann zu gießen. Dann schwemmt die noch mal richtig in die Löcher, die da vielleicht noch sind. Und da kommt jetzt noch eine Mulchschicht drauf. Genau. Die Mulchschicht soll den Boden darunter feucht halten. Darum kann er jetzt ruhig eine ziemlich dicke Schicht drauf. Man könnte auch Rindenmulch nehmen zum Feuchthalten der Erde. Aber wir nehmen jetzt hier die Komposterde. Die Rhododendron-Erde ist ja sehr Humus, haben wir ja gesehen. Ne? Da ist ja Grünschnitt drin und Rindenhumus. Die Anteile halten eben gut das Wasser. Aber hier ja, sind auch wieder noch Mikroorganismen drin, die das Bodenleben in Gang bringen. Also die drei hier, die haben jetzt wirklich gute Bedingungen. Und ich denke, dass die sich jetzt freuen, auch dass sie aus diesem begrenzten Topf raus sind und Wurzeln machen können und jetzt gut wachsen können. Und wir nächstes Jahr hoffentlich eine schöne Blaubeerernte haben. Mhm. Für Blaubeerschnecken zum Beispiel. Mhm. Oder Blaubeermuffins. Oder das. Sieht super aus. Ihr könnt das auf jeden Fall in Zukunft auf unserem YouTube-Kanal verfolgen, wie sich die kleinen Pflänzchen hier entwickeln und wie aus unseren geretteten Pflanzen hoffentlich schöne, große, tragende Sträucher werden. Lasst uns einen Daumen hoch da, abonniert unseren Kanal, schreibt uns gerne was in die Kommentare und wir sind bald wieder für euch. Natürlich im Garten.